entdeckt. Das heißt ja, Sie haben viele Nichtwähler auch wieder geholt. Mhm. Was sind das für Leute? Waren das überwiegend Studenten? Waren das Leute, die eh nur schon mit dem Internet affin sind, die damit viel zu tun haben, die digital aufgewachsen sind? Oder waren da auch Ältere darunter? Wie ist das zusammengesetzt gewesen? Schreiben Sie mal. Also vom Wahlkampf kann ich nur sagen, das war durch die Bank alles. Also vom enttäuschten Grünen-Wähler zum Ex-CDU-Wähler. CDU hat Berlin kaputt gewirtschaftet und ich wusste jahrelang nicht, was ich wählen sollte. Bis hin zu tatsächlich den Jungen, den Studenten, die dann bei dem Wahlkampfmaterial gesagt haben, brauchen wir nicht, wir haben euch schon per Briefwahl gewählt oder ähnliches. Und die fanden überwiegend toll, dass sie anders sind, dass sie nicht Establishment sind, oder? Die Jüngeren kann ich mir gut vorstellen, dass das da so ist, ja. Weil wir einfach auch einen anderen Stil der Politik machen, weil bei uns jeder kommen kann und kann sofort mitreden. Also wie funktioniert denn ein Parteitag? Wie bei vielen anderen Parteien auch, nur dass wir eine Mitgliederversammlung abhalten, wo jeder hinkommen kann. Wir haben keine Delegierten. Wir rufen auf, wenn wir die Landesliste zum Beispiel, die haben wir gewählt, die wurde aufgerufen, dann gibt es einen Aufruf, wer möchte auf diese Liste drauf und dann stellen sich die Leute vor. Und da sind durchaus 2, 3 Leute auf der Landesliste gewesen, die eine Woche vorher noch kein Parteimitglied waren. Also das sehr gibt flache es Hierarchien, man muss sich da nicht durchbeißen, genau, und die Ochsentour machen. Genau. Vielleicht ist das im Moment auch der größte Vorteil, den wir haben. Dass man schnell was werden kann, wenn es denn klappt mit den... Ja, was werden, ich glaube, es hat nichts mit Macht oder mit Postengeschachere zu tun, sondern es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass man eine Idee hat, dass man ein Lebensgefühl hat, dass man Lösungen vielleicht denkt zu haben, die man einbringen möchte. Und dass man sehr schnell in die entsprechenden Arbeitskreise reinkommt, in die entsprechenden Arbeitsgruppen reinkommt, kann sagen, so, hier bin ich und ich möchte jetzt mitreden und dann wird einem auch zugehört. Das ist also nicht so, dass man sich noch über irgendwelche Ebenen nach oben arbeiten muss, bevor ihm überhaupt jemand zuhört. Sind denn dann auch zumal extremere Mitglieder, extremere Varianten in Ihrer Partei vertreten, extremere Strömungen, oder ist das alles sozusagen in diese Mitte gerichtet, die Sie gerade beschrieben haben, wir möchten politische Transparenz? Es gibt auch die Ausreißer, ja, aber... Was heißt extrem? Die wirklich Extremen verlieren sehr schnell die Lust, weil sie merken, dass die Mitte doch zusammenhält. Und die Mitte, das sind die, die moralischen Anstand haben. Also die rechtsextremen Versuche, die Partei zu unterwandern, Ende 2009, Anfang 2010, sind innerhalb von 2, 3 Monaten einfach im Keim erstickt worden. Was ist extrem? Also es gibt ja auch, sagen wir mal, Parteimitglieder anderer etablierter Parteien, die würden sagen, selbst so etwas wie Urheberrechtsbeschneidungen, die sie ja letztlich verfolgen im Internet, das ist auch extrem, weil sie da auch geistiges Eigentum, das jemand geschaffen hat, wenn jetzt ein Musiker Musik erschaffen hat und die ins Internet stellt und verkaufen möchte, davon leben muss, und sie sagen, das muss alles frei sein, dann beschneiden sie den ja in seinem Eigentum. Wir sagen nicht, das muss alles frei sein, wir sagen, das Urheberrecht muss geändert werden. Wie es geändert wird, dazu gibt es noch keinen Beschluss. Es gibt verschiedene Vorschläge. Man kann auch einen sehr konservativen Vorschlag machen und einfach sagen, das Urheberrecht muss zeitlich begrenzt werden. Zurzeit ist es so, es gab letztens eine Änderung, ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz genau noch auf dem Schirm habe, aber 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers gehen die Rechte erst an die Allgemeinheit über. Das heißt, wenn ich heute irgendwie mir die, keine Ahnung, klassische Musik aus 1890 anhöre, wenn der Komponist noch gelebt hat bis in die 50er Jahre, dann ist das heute noch geschützt. Also da muss man, glaube ich, irgendwo mal Grenzen setzen. Also das wäre wirklich ein von mir präferiertes Modell. Ich will mich nicht auf Jahre festlegen, aber dass man einfach sagt, das Urheberrecht einfach verkürzen. Mhm. Der Künstler kann auch von seiner Kunst leben, wenn zum Beispiel das Urheberrecht nur bis zu seinem Tod gilt, als Beispiel. Deshalb sind Sie Landeschef, weil Sie sehr viel Moderator sind als viele andere vielleicht auch. Wie stellen Sie sich denn, Sie möchten ja gerne vieles transparenter machen in der Politik, also auch die klassischen Vorgänge alle öffentlich ins Internet stellen. Wie stellen Sie das denn innerhalb der Partei schon sicher, dass das alles transparent ist, dass es alles öffentlich ist, dass sich jeder so ganz einfach beteiligen kann? Geht das auch per Chat, per Mail, also muss da jeder vorbeikommen oder funktioniert das tatsächlich auch von zu Hause? Also grundsätzlich ist das Arbeitsmedium die E-Mail-Liste des Landesverbandes, wo jeder draufschreiben kann, wenn er eine Idee hat und wo man Mitstreiter suchen kann, wo diskutiert wird. Diskussionen funktionieren per E-Mail leider nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann kann man zum Chat übergehen, wo man eine direktere Ansprache hat. Das funktioniert auch nicht sehr lange. Das ist nicht der E-Mail nicht wirklich überlegen. Was wir deswegen haben, ist eine Art Telefonkonferenz-Server,
im Internet, wo man sich einwählen kann, wo man ein Programm runterlädt und wo man sich dann einwählen kann und dann kann man miteinander reden und das funktioniert dann schon wesentlich besser. Da gibt es dann verschiedene Arbeitskreise, die wiederum ihre Transparenz dadurch sicherstellen, dass sie Protokolle veröffentlichen, dass teilweise Mitschnitte der Sitzungen veröffentlicht werden und dass sich so jeder darüber informieren kann, was ist gelaufen und in welche Richtung geht es. Und birgt das nicht die Gefahr, dass manche Leute schnell wieder die Lust verlieren, wenn diese soziale Komponente einer Partei fehlt, wenn man sich nie in die Augen sieht, wenn man sich nie trifft, wirklich? Ja, man trifft sich ja. Also es ist so, dass wir Tage der politischen Arbeit haben, wo wir tatsächlich uns alle gemeinsam zum Beispiel in Jugendhäusern treffen, wo man sich in der großen Runde zusammenfindet, wo man eine Runde im Plenum diskutiert und dann in verschiedene Arbeitsgruppen in Räume aufteilt und dann die unterschiedlichen politischen Themenbereiche abarbeitet. Das kann man nicht allzu häufig machen oder sagen wir so, das machen wir nicht allzu häufig, weil wir sagen, dadurch schließen wir natürlich auch diejenigen aus, die meinetwegen nicht das Geld haben oder nicht die Möglichkeit anderweitig haben, irgendwo hinzufahren, denn das nächste Treffen ist am 3.10. in Oer-Erkenschwick. Da sagen die Aachener, Mann, das ist aber weit weg, da möchte ich jetzt nicht wirklich hinkommen. Und die wollen dann doch lieber in so einem Telefonkonferenzraum sitzen. Das ist denen einfach angenehmer und kostengünstiger. Telefonkonferenzraum ist das eine, aber von der Mitgliederstruktur, da wollte ich auch noch mal gerade einen Satz drüber verlieren, gelten Sie ja als sehr männlich geprägt und sehr jung. Wo sind bei Ihnen die Frauen? Kommen die noch oder brauchen Sie die nicht? Also die Frauenquote ist nicht so niedrig, wie es aussieht. Vielleicht sind die Frauen bei uns eher im Hintergrund. Also als Beispiel wird immer die Landesliste Berlin angeführt, wo eine Frau unter 14 Männern ist. Aber dass die Kandidatinnen auch zahlreicher waren, das fällt halt unter den Tisch. Keiner sieht mehr die nicht auf die Liste gewählten Kandidatinnen. Und keiner sieht auch die Frauen, die sagen, es reicht mir, in der Partei aktiv zu sein, ich muss nicht jetzt im Rampenlicht stehen. Das ist vielleicht auch noch so ein Phänomen dabei. Also die Frauenquote ist jetzt nicht bei 1 zu 14, definitiv nicht. Und das Und die stört. jungen männlichen Mitglieder, man sagt immer unter 30, internetaffin, männlich. Genau. Männlich bin ich, internetaffin bin ich auch. Unter 30 kann ich leider schon nicht mehr mit ihnen. Und das ist bei vielen so. Also ich glaube, der Blick ist noch sehr gerichtet auf die Gründungszeit der Partei, wo man sozusagen die Internet-Juppies sich zusammengefunden haben und gesagt haben, wir machen jetzt hier unsere Partei auf, aber inzwischen sind da so viele Strömungen und so viele verschiedene Charaktere zugekommen, das Also trifft einfach nicht bei mehr den zu. knapp 2000 Mitgliedern, die Sie in NRW haben, sind jetzt auch schon einige Frauen und einige andere Strömungen darunter vertreten. Also Sie können gerne mal zu einem Landesparteitag kommen. Ich kann auch mal durchzählen, wenn das jemand möchte. Also ich würde die Frauenquote doch bei 20, 30% sehen. Sie haben ja schon ein bisschen Erfahrung auch in klassischen städtischen Parlamenten in NRW gesammelt. Jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber in Münster und Aachen zum Beispiel mit jeweils einem vertreten. Was sind da Ihre Schwerpunkte? Also ich glaube, gerade im kommunalen Bereich ist das mit der transparenten Politik sehr wichtig, dass man sich zusammensetzt, dass man die Entscheidungswege innerhalb eines Rates, wie funktioniert so ein Stadtrat überhaupt? Also ich meine, jeder kann da hingehen und kann sich das angucken, aber leider machen es viel zu wenige Bürger. Wie funktioniert so ein Stadtrat? Wie kommt so eine Abstimmung zustande, wo der Sitzungsleiter sagt, wer ist dagegen? Guckt sich einmal um, sagt niemand, okay, einstimmig angenommen. Also diese Entscheidungswege zu solchen Papieren, die abgestimmt werden, die darzustellen, aber auch die Bürger mal zu fragen, was ist denn ihre Meinung? Denn das passiert leider in den Stadträten heutzutage viel zu wenig. Was haben Sie denn in Aachen zum Beispiel bewegt? Das ist jetzt ja vieles, was Sie gesagt haben, vor allen Dingen darauf bezogen, wie funktioniert so ein Stadtrat? Wie kann ich so eine Entscheidung beeinflussen? Möglicherweise ist das sozusagen alles Metapolitik, ne? Klar. Aber welches praktische Ergebnis, würden Sie sagen, haben Sie da vorgewiesen? Oder wo haben Sie einen Schwerpunkt gelegt? Wo haben Sie Anträge gestellt? Also da müsste ich Thomas Gerger jetzt fragen, den Stadtrat in Aachen. Ich bin nicht in Aachen Stadtrat, von daher kann ich da nicht mitreden. Was ich weiß, ist, dass wir sehr stark in der Studentenschaft verankert sind und dass wir da entsprechend uns umhören, was die Studenten bewegt und dass wir diese Sachen dann in den Stadtrat einbringen. Also deshalb haben Sie vielleicht auch mehr Chancen in solchen studentischen Städten, weil Sie so Dinge wie kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr verfolgen. Glauben Sie, dass Sie da auf dem Land oder in so einem Land wie Nordrhein-Westfalen, was ja auch viel ländliches Gebiet hat, Sie kommen aus Kleve, dass Sie da eine Chance haben? Also die Studenten selber fahren ja schon kostenlos. Die haben vom öffentlichen Personennahverkehr erstmal nichts. Ich glaube, dass für die Studenten wichtig ist das Thema Bildungspolitik und vor allen Dingen kostenlose Bildung, also gegen die Studiengebühren, Gut, die haben gibt es wir jetzt uns nicht stark mehr. gemacht. Die gibt es jetzt nicht mehr. Gut, da hat die SPD und haben die Grünen auch gesagt, wollen wir nicht mehr haben.
Wir haben aber von vornherein gesagt, die Regelstudienzeiten zum Beispiel, die sollte es nicht mehr geben, dass also nicht jemand abgestraft wird, der es nicht in der Zeit schafft, weil es kann immer irgendwas dazwischen kommen. In der Zeit, wo es die Studiengebühren gab, zum Beispiel Studenten, die einfach auch für ihren Lebensunterhalt aufkommen mussten und die dreifache Belastung hatten. Ohne Studiengebühren keine Strafe, also auch kein Problem mehr? Gut, die Strafe besteht darin, dass ich dann später zugelassen werde zu Prüfungen oder ähnliche Geschichten. Ich weiß, dass in meinem Studium es hieß, wenn ich es nicht schaffe in der Regelstudienzeit, dann habe ich auch hinterher keine Chance mehr, überhaupt diese Prüfung abzulegen. Ich habe es geschafft, ich kann das jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber ich glaube, die Studenten haben da einfach ihre eigenen Probleme und da muss jemand auch mal zuhören. Viele Studenten also in dieser Partei und der Erfolg in Berlin spricht erstmal für sich, ob der Erfolg auch übertragen